Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, neueste Folge des Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir haben heute den 20.02. 21.58 Uhr. Ja, neue Stufe. Wir nehmen Manika, weil wir haben schon Zauber, da reichen 210 Manika nicht. So, ja, und es geht natürlich darum, wir haben die Quest, die verbotene Legende. Das haben wir schon, das Bruchstück des Amuletts. Dort war eine Tür, da kamen wir gar nicht rein, da brauchten wir einen Schlüssel, den werden wir wohl hier jetzt bekommen. Und aktuell sind wir bei Gauldur in Geiermanns. So, und in der letzten Folge habe ich ja wirklich alles probiert, weiterzukommen. Das seht ihr denn in der letzten Folge am Ende. Ich will natürlich alles selber schaffen. Aber wenn es denn wirklich nicht anders geht und ich habe bestimmt 20 oder 30 Minuten das alles probiert und bin nicht weitergekommen. Naja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt im Internet nachgeschaut, wie ich euch gesagt habe. Na? Ja. Ich bin direkt hinter euch. So, jetzt sind wir hier drin. Ja, das... geht man hier hoch. Das ist eigentlich sehr einfach. Aber wir hatten trotzdem unsere Schwierigkeiten. Hier oben muss ja... wie soll man das jetzt hier nennen? Die Brücke rüber, ne? Die Brücke muss hier rüber, damit wir da weiterkommen. Und... ja, dann geht es an für sich ganz einfach hier hoch. So... ja, und hier ist ja der Hebel. Ja, also ich kenne ja die Entwickler von Skyrim und auch es ist auch so, hin und wieder hat man so eine Passage und auch bei The Elder Scrolls Online ist es auch manchmal so. Naja, und es sind natürlich auch die Entwickler von Fallout. Ja, und wenn man jetzt den hier nimmt, ja, da passiert gar nichts. So. Wenn ich jetzt so mache, ja, da sieht man gar nichts. Ja, ich habe ja in der letzten Folge geschrieben, dass wenn ihr das schon wisst, oder also als ich gezockt habe, wenn ihr schon wusstet und das gesehen habt, was ich übersehen habe, ja, also was die Spieler auch mit Absicht, das haben die Entwickler mit Absicht so gemacht, dass man das übersieht. Und jeder denkt ja hier, das ist der Knüppel hier und das ist er überhaupt nicht, weil, ja, hätten sie den hier nicht hingesetzt, ja, dann wüsste man, hier ist noch ein anderer Knüppel. Und wenn wir jetzt sind wir mit, so ungefähr in der Mitte, wenn ich jetzt nach rechts gehe, ja, schaut euch das an. Da oben ist der andere Hebel. Also ihr könnt das letzte Video von mir euch nochmal anschauen, den Hebel habe ich nicht gesehen. Aber ihr habt ihn in der letzten Folge wahrscheinlich zum Schluss gesehen. Ja, zack. Fertig. Ja, also, was soll man jetzt dazu noch sagen, ne? Geschmeidiger. Ach, es ist ja auch schon... so. Wie viel kann sie noch schleppen? Ich bin direkt hinter... wie kann ich euch dienen, Tane? So. Bei Waffen geht... ach, das geht noch. Okay, das wiegt auch nur 3. Ja. Ihr geht wahrscheinlich jetzt mit... ja, gut. Damit das jetzt nicht zu lange geht, geben wir ihr das Schwert, das Schöne. So. Geht ihr voran? Ja, endlich geht's weiter. Na, hier ist einfach.
genau. Sofort verbessert. Jetzt marschiert sie vorwärts. Ja, also viele machen mit dem Bogen, wie gesagt. Die zocken mit dem Bogen. Ach so. Jetzt haben wir hier wir haben noch einen anderen, ne? Ja, wir haben noch genug Waffen. Wenn sowieso, dann nehmen wir den, aber für die Seelen einfangen. Wir können natürlich jetzt auch mal mit dem Stab. Ja. Das mit der Ladung. Da habe ich jetzt irgendwie auch was mitbekommen. Das ist zu laut. Die Musik ist immer noch so laut. Wenn wir jetzt einen Feuerstab haben mit Feuer, dann muss man hier pushen. Wenn man hier höher ist, dann kann man auch ja nicht nur mehr Schaden anrichten, sondern ich kann es schlecht erklären. Man braucht auf jeden Fall für einen Zerstörungsstab, muss man hier schon weitermachen. Wir haben hier noch gar nichts gemacht. Und genau. Das sind ja, wir können mit dem Stab weitermachen. Nehmen wir mal den Stab der Raser. Was machen die? Jeden in der Nähe an. Ja, das ist doch gut. So lernen sie natürlich nicht uns angreifen. Das ist unser Bester. Der hat richtig Power. Aber der ist auch schnell leer. Wollen wir mal sehen, wie lange der hält mit der Aufladung. Wir sind ja auch eine Magierin. Und insofern, ja, aber jetzt bin ich erstmal gespannt, wie das hier weitergeht. Oh. Ah, der zieht nicht viel ab, ne? Er hat sich selber getötet. Na, ist nicht so tragisch. Am stärksten sind wir natürlich mit Einhandwaffen, aber ich glaube, da zählt der Stab auch dazu. Oder man muss dann auf Zerstörung gehen. Es gibt nämlich keine Fertigkeit, die nur für den Stab ist. Da muss man wissen, welcher Stab das ist, ne? So sieht das aus. So. Da wird bestimmt noch mehr mysteriöse Reden. Ach, okay. Aber der reißt nichts weg. Der hat auch nur ja, Schaden 0. Ja, nur das, was er da unten hat, also das mit der Stufe 4, das kann er. Das ist unser stärkster Stab, aber der muss aufgeladen sein. Dann macht er 40 Punkte Blitzschaden. Jetzt reißt er wahrscheinlich. Also, ich habe mich schon drum gekümmert. Sag mal. Moment mal. Der hat unseren. Wer ist das denn, Alter? Da hinten ist er. Oh, das ist aber ein Big Boss. Wir laden den mal auf, den Stab. Alter, der hat eine Aussehen wie eine Schlange. Sag mal! Hat er uns getötet oder was? Nee, die schiebt wieder auf. Alter. Nee, jetzt reicht's mir aber. Ich weiß bloß nicht. Ja, da kommt man. Werden wir gleich wissen. So. Naja. Ach, schon wieder, Alter. Das ist eine krasse Quest, ist das hier, sag ich euch so. Der. Ich glaube, wir müssen den Bogen nehmen, wa? Der kommt hier nicht rüber. Der hat genauso einen Schrei wie wir auch. Wir nehmen den Bogen. Hier haben wir nämlich einen geilen.
Er geht auf unsere Begleiterin. Also jetzt. Alter, der kann. Ist das alles, was ihr könnt? Wir wurden entwaffnet. Da müssen wir aufpassen. Ich will den guten Stab hier nicht verlieren. Den findet man manchmal nämlich sehr schlecht. Oder der ist ins Wasser gefallen oder so. Ja, das kann alles sein. Aber jetzt reicht's mir, ey. Jetzt marschieren wir hier vorwärts. So. Den ballern wir jetzt. Jetzt kommt er nicht, oder was? Das war's, oder wie? Ist tot, ja. Oh, das ist ein geiles Teil. Ach, das war's auch, ja, gut. Ja, der Bogen ist harmlos. Versiegelungsformel. Kleingeschrieben. Gebunden seid ihr, sei dies. Mörder und Verräter, verdammt durch euren Frevel gegen Fürst und Reich. Vergessen sein Name und Taten im Land eurer Väter und eure Magie unserem Schutzzauber weich. Interessant. So. Achso. Ist er das? Ne, in Eisenfall. Wir brauchen unseren guten Stab, brauchen wir wieder. Ja. Ach ne, wir müssen da hinten hoch. Kann auch sein, dass der jetzt hier im Wasser liegt. Den lassen wir hier auf jeden Fall nicht liegen. Und wenn das länger dauert, dann muss ich länger suchen. Nimm mal den großen Knüppel weg, da siehst du gar nichts auf der rechten Seite, weil der so groß ist. Der ist irgendwo hingeflogen. Ja. Entwaffnet. Also ihr könnt meine Videos, das sage ich auch immer wieder, ruhig vor- und zurückspulen. Weil ich schneide meine Videos nicht. Und ja, also habt ihr ihn vielleicht schon gesehen? Wenn ihr schneller seht, dann schreibt es mir ruhig mal in die Kommentare. Was ist denn diese Klinge? Das ist doch unsere Klinge. Was macht die denn jetzt hier? Ach, den hat Lydia gehabt. Den hat Lydia benutzt. Und den hat der Big Boss Lydia entwaffnet. So, wo ist jetzt unser schöner, guter Stab? Ja, wenn es zu lange dauert. So, da ist. Der hat sogar den Bogen uns weggenommen. Oder ist der Stab hier noch da? Ja, den hatte ich benutzt. Der ist doch noch da. Die anderen hatte er entwaffnet. Deswegen wäre auch wieder 360. Aber sie kann natürlich jetzt wieder. Hinter euch. Ich stehe zu eurer Verfügung. Kann sie wieder die Klinge haben. So, aber jetzt muss ich wissen, dass sie noch unseren Guten hat hier. Ein Moment. Die hat nämlich so viel, wie ihr seht. So viel haben wir gelootet, aber wir müssen das erstmal alles loswerden. Welchen hatte ich ihr gegeben? Der war es nicht. Auch nicht. Den sehe ich sofort. Wenn ich ihn von der den hat sie nicht mehr. Alter, den haben wir ihr vorhin gegeben. Das ist der beste. Das steht ja mal gar nicht, Alter. Den hat er hier auch noch entwaffnet. Schauen wir mal bei uns rein. Nee, das ist er nicht. Den müssen wir unbedingt noch. Dann mal los. Das war meine geilste Waffe. Die habe ich. Vorhin habe ich ihr die gegeben. Und ich weiß jetzt aber nicht, wo sie die verloren hat. Aber ich kann es mir schon vorstellen. Das ist manchmal sehr schlecht zu sehen. Ich glaube, die ist nämlich. So. Das sind Pfeile hier, das sind sie nicht.
Was ist denn das da unten noch? Das ist nur ein Fall. Achso. Ja, meine lieben Freunde, das interessiert euch jetzt natürlich überhaupt nicht. Aber ihr könnt jederzeit vorspulen. Wenn das Wasser tiefer ist, gibt man sowieso selten ein bisschen wenig. Aber Mann, das ist echt ärgerlich, dass wir überladen, dauernd überladen sind. Aber das ist natürlich auch Kohle. Ja, super, Alter. Wo ist jetzt unsere fette Klinge, Alter? Und die kann sie ja nicht da hinten verloren haben. Mal gucken, vielleicht war Lydia auch hier oben. Das wäre sehr ärgerlich. Ich meine, man könnte nochmal neu laden. So, das ist ja wie die Nadel im Heuhaufen, das zu finden. Ein richtig ätzender Gegner war das. Sowas hatten wir noch gar nicht. Schau mal von hier oben, hier hat man einen besseren Überblick. Ja, das sieht immer so aus. Mal gucken. Ätzend, Alter. Gefällt mir gar nicht. Ich bin drauf und dran, nochmal neu zu laden. Weil ich fand die Waffe so geil. So. Ja, die Pfeile, die kann man sehr schnell entdecken. Die Waffe an und für sich auch. Die andere ist ja auch entwaffnet worden. Ich glaube, die wird da oben noch liegen, aber da haben wir... Moment. Ah, ist das Hängemoos, das ist, was er hier anzeigt. Also hier oben kann das nicht passiert sein. Müssen wir mal sehen, was für einen Speicherstand wir da noch haben. Da liegt hier irgendwas, ja, die Pfeile hier, ja. Ich werde mich noch mal kurz umschauen. Und wenn das nichts wird, weil ich die Klinge behalten will. Die kommt nämlich vom DLC. Wenn ihr meine Folgen gesehen habt, dann wisst ihr, wo wir die bekommen haben. Also hier ist sie das. Ne, das ist nämlich grün. Von der Optik. Das Teil ist es auch nicht. Der hat so einen Schrei gehabt. Genauso wie wir. Wir können auch wahrscheinlich einen Gegner damit entwaffnen. Mit unserem Schrei. Nee, also ich würde mich hier dumm und dusselig suchen. Und deswegen laden wir nochmal. So. Na, das ist aber auch ätzend, ne? Ich glaube, wir werden es mal so testen. Ja, da ist nichts zwischengespeichert worden, aber das macht nichts. Wir sind jetzt sowieso ziemlich flott unterwegs. Ich zeige euch jetzt gleich mal die Waffe, die Lydia fallen gelassen hat. Und diesmal passiert uns auch nicht so viel, weil wir jetzt den Bogen gleich benutzen werden. Da oben haben sie den versteckt. So, jetzt zeige ich euch mal die Waffe. Fällt sofort auf. Hier. Mirarch Schwert. Und das ist ein richtig geiles Teil. Ich zeig's euch gleich mal, wenn ihr die anderen Folgen von mir nicht gesehen habt, wie geil die aussieht. Und ist die, für die Größe wiegt sie auch nur 3. Ja, also kann ich auch gleich mal noch was anderes zeigen. Moment. Aber erstmal muss ich eine Fluppe haben. So viel Zeit muss sein, ne? Naja, das... Andere Zuschauer, wenn ihr noch dran seid, dann seid ihr
spezielle Menschen, weil die meisten hätten ja schon längst das Let's Play nicht mehr geschaut und weggeschaltet. So, das ist das Gerät hier. Schau euch das mal an, Alter. Hoho, wie geil der aussieht. Ja. So. Und welchen hat sie fallen lassen? Den müsste sie nämlich haben. Das muss ich mal kurz durchgucken. Ja, den hat sie noch. Das ist der Dämmerbrecher, den sie gerade benutzt. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Sie hat den Dämmerbrecher. Der ist auch, wie ihr seht, der wiegt aber 10. Der ist in der Handhabung deutlich langsamer, weil er schwerer ist. Da ist der. Den hat sie ja fallen lassen. Der ist auch geil. So, und wir? Na, jetzt kämpfen wir erstmal so. Ihr geht vor, ich folge. Ja, jetzt waschen wir hier mal ein bisschen schneller. Marschieren wir gleich durch. Er ist down, ne? So. Wir werden mit dem Bogen arbeiten. Das ist, glaube ich, am besten. Aber nicht, dass sie jetzt wieder gute Sachen verliert. Ja, ich werde mal was anderes machen. So. Ach so, wir können sie hier oben nicht stehen lassen. Wir können sie denn nämlich nicht wiederholen. Die muss erstmal mit uns da hoch. Nicht, dass die jetzt geile Sachen verliert. Das dauert immer ein bisschen, bis sie da durchkommt. Ist egal. Wir speichern ab. Dann haben wir einen neuen Speicherstand. So. Erst. So. Verdammt nochmal! Jetzt reicht's mir aber. Ne, jetzt reicht's mir. Das geht mir auf die Eier. Der wird da oben kommen. Das war's, ne? Ja, das war's. Ich hoffe, sie hat nicht noch was verloren. Aber das ist jetzt uninteressant. Wir wollen in der Quest weiterkommen. So. Hatten wir uns durchgelesen. Gut. Ich glaube, sie hat... Na, wir schauen mal bei ihr rein. Ich gebe euch Deckung. Wie kann ich euch dienen? Obwohl, die ist sowas von beladen. Der Dämmerbrecher ist noch drin. Ah, die hat auch sehr viele Stäbe. Gut, ist egal. Passt alles. Dann können wir nochmal speichern. So, wir müssen natürlich woanders lang. Wo war das? Wir müssen da oben durch, wa? Werden wir gleich wissen. Vielleicht müssen wir auch... Na, hier wird das nichts. Vielleicht müssen wir auch wieder ganz zurück. Meistens gibt es ja noch einen Ausgang und dann ist man gleich draußen. So ist es auch bei Elder Scrolls Online, aber... Ist hier irgendwo ein Ausgang? Hier ist kein Ausgang, ne? Da muss der ja... Ja, oben kommen wir nicht hoch. Ich schau mal. Ah, hier siehst du wieder gar nichts. Ja, das ist ja toll mit der Karte, aber... Ach so, ich glaube, ich weiß warum. Nee. Ja gut, dann müssen wir den hier aktivieren. Macht er nicht.
damit er uns den Ausgang anzeigt. Wir können natürlich auch den aktivieren. Dann wissen wir, wo der Ausgang ist. Und der ist nämlich da. So, oder wie? Ah, das geht, ja. Hier war nämlich noch ein anderer Weg. Moment, war der hier unten? Das ging hier irgendwo. Ne, hier noch nicht. Müssen wir noch weiter. So. Er weiß auf jeden Fall, wo das ist. Ja, ich kann mir das schon... Das ist zu tief. Da, wenn wir da runterspringen, dann sind wir down. Wir müssen tatsächlich wieder zurück, aber das macht nichts. Das Problem ist bloß mit dem Schlüssel. Der hatte hier einen. Ich weiß bloß nicht, ob der auch für... Ich zeig's euch gleich. So. Aber so... Nee, nee, hier ist nichts. Das kenne ich ja alles schon, insofern... Nee, da geht's auch nicht raus. Ach so. Ja, das ist jetzt aber eine Sache... Ein Moment. Meine ganze Fluppe hier. Die habe ich ganz vergessen gehabt. Kugel hier vor sich hin. So. Das ist nämlich das Problem. Hier, wir sind hier. Hier oben. Sind wir durchgesprungen. Ja, da kommen wir nicht mehr hoch. Es geht hier noch tiefer, aber das ist hier nur ein Schatz. Hier hinten ist eine Truhe, die hatten wir schon. Okay, können wir nochmal mitnehmen, aber brauchen wir nicht. Letztes Mal war ich hier auch schon überladen. Jetzt ist bloß die Frage, wo ist der Ausgang? Das ist hier kein Ausgang. Hier hatten wir eine Tür aufgemacht. Alter, da kommen wir von einem Rätsel hier zum nächsten. Bin froh, wenn wir hier draußen sind, dass... Dort soll der Ausgang sein. Na gut, das ist ja... Ah ja, ja, ich hoffe, dass ich das schaffe. Ja. Ich kenne das hier alles schon. Ich weiß, was er gleich anzeigt. Ich weiß, wo er uns hinführen will. Wenn man jetzt guckt... Das sieht schon wieder. Das ist wirklich. Also, was die Entwickler sich hierbei gedacht haben, das ist so schwer, das zu durchschauen. So. Weil. Hier geht's nicht durch. Das ist ja das Problem. Dort ein. Ich bin gerade mit euch da lang gegangen. Da gab's. Tja. Dann müssen wir da dran vorbeigelaufen sein. Ja. So. Dann muss. Wir sind hier unten mal raufgesprungen. Da ist ein Schatz. Ja. Das ist es nicht. So, da unten sind wir gewesen. So, wo, vielleicht können wir das von hier oben sehen. Ich glaube, da sind wir reingekommen. Hat er das nicht vorhin hier oben angezeigt? Das hier? Das war doch vorhin hier auf dieser Seite. Wo ich jetzt mit dem Zeiger bin und nicht da unten. So. Ich glaube, da sind wir reingekommen.
Genau, dann sind wir die Treppe da hoch. Muss ja hier irgendwo sein. Ja, hier ist auch kein Durchkommen. Wenn ihr jetzt schon mehr wisst als ich, schreibt es einfach nochmal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr schon was gesehen, was ich übersehen habe, aber eigentlich so dumm, also wie wir uns hier jetzt anstellen, bin ich eigentlich nicht. Tja, am besten wäre natürlich gewesen, wenn sie uns hier jetzt einen Ausgang gemacht hätten. Ja, und hier oben geht's auch nicht raus. Oder ist hier noch irgendwo was anderes? Warte mal. Oh. Nee. Also ich glaube, also das, was ich hier jetzt gezockt habe, das werde ich so schnell nicht mehr vergessen. Ja, normalerweise machen die Entwickler das immer so. Oh, hier ist er. Also wenn ihr das vorhin schon gesehen habt, dass hier hinten das weitergeht, ja, schreibt es mir in die Kommentare, das würde ich gern wissen. Einen Moment, darauf muss ich mir jetzt erstmal... Also dann müsste ich mir das Video fast selber nochmal angucken. Das habe ich übersehen. Ich sag ja, normalerweise ist das ja auch so, dass man nicht den ganzen Weg zurücklaufen muss, sondern dass die Entwickler... Ja, wie soll man das sagen? Notausgang oder so, ne? Dass man nicht alles extra wieder zurücklaufen muss. Genau hier ist ja auch dieser Ausgang. Den habe ich vorhin aber nicht gesehen. Und das letzte Video mit dem Hebel, ja, wo wir vorhin gestartet haben, die Folge hier, vielleicht habt ihr das ja vorher auch schon gesehen. Also in dem, alles in dem vorigen Video, ne? Mit dem Hebel. Und ich bin immer dran vorbeigelaufen mit dem zweiten Hebel wegen der Brücke. Und ihr habt es die ganze Zeit gesehen, habt euch gedacht, Mann, ist das ein Blödmann. Ja, was soll ich dazu sagen? So eine Faxen, wie wir jetzt hier gehabt haben, habe ich, wie viele Folgen habe ich jetzt hochgeladen? Ich glaube fast 40 Folgen. Ja, 40 Folgen und nur hier ist mir das passiert. Sonst kamen wir überall super durch. Ja. Aber jetzt bin ich auch froh, dass wir hier raus sind. Aber da kommt gleich nämlich das nächste Problem. Das werde ich euch auch in Erinnerung. Der kräftige Manika kann man gerne mitnehmen. Ja. Worte und Philosophie. Das ist ein Lehrbuch. Zweihändig. Ach ja, wir müssen dann noch Manika. So. Die Talente sparen wir uns erstmal auf. Was ist das Blaue denn da? Eine Perle. Eine Perle? Habe ich noch nie gehabt. Eine kleine Perle. Mhm. Das kann sein, dass der einhändig ist. Der ist aber super schwer. Ich würde ihn gern mitnehmen. Ja. Aber leider können wir nicht mehr schleppen. Boah, der ist aber auch gut, ne? 40 Feuerschaden. Der ist sehr geil. Also den müssen wir auf jeden Fall haben. Ja, das ist für Tränke zum Brauen. Das muss nicht unbedingt sein. Okay, der wiegt nur einen, aber... Ja, also... Von dem Gewicht her und den 379 ist schon cool. Gut, dann nehmen wir den auch noch. Wollen wir mal sehen, ob wir hier noch ein bisschen was abgeben können, weil... Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Sie ist auch schon ziemlich überladen. Was geht denn? Na gut, die können sie natürlich nehmen. So, passt das. So, aber endlich raus jetzt hier. Ich bin heilfroh. Ich hatte hier echt meine Schwierigkeiten. Okay, das mit dem Ausgang, da war ich...
Das war wohl meine eigene Dummheit. Aber das mit dem Hebel, ich weiß auch nicht. Also, hier ist ja gleich ein Hebel, zack, fertig. Aber die haben ja extra da zwei Hebel hin gemacht. Und das hat viele Spieler verunsichert. Und dass er genau hinter einem ist. Ja, der Hebel war ja genauso wie hier. Und dann war er genau da hinten da oben. Also, das haben sie mit Absicht gemacht, ne? So, aber jetzt sind wir hier gleich raus. Moment. Ja. Aber da kommt das nächste Problem. Wir können jetzt gleich schnell reisen. Ja, das ist kein Problem. Ich war nämlich da schon. Wir haben ja einen Schlüssel bekommen. Was? Wir haben einen Schlüssel bekommen. In dem Dungeon, wo wir gerade gewesen sind, haben wir einen Schlüssel bekommen. Der war aber für diesen Dungeon. Ja. Ob der jetzt auch... So. Ob der jetzt auch hier passt, in Sartal, das werden wir gleich wissen. Weil wenn der Schlüssel nicht passt, na, dann haben wir das nächste Problem. So. Das greift der Schattenmähne an. Das ist ein Gegner. Was kann der denn einstecken, sag mal? Ist das alles, was ihr könnt? Straßenräuber? Super da. Gut. Braves Schlachtross. So. Da unten ist die Tür. Ich hoffe mal, der Schlüssel passt jetzt. Vom letzten Dungeon. Nein! Ich hab's mir gedacht, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Man kann Schlüssel nicht verlieren oder so. Wenn Schlüssel... Ja. Kann man einen fallen lassen? Das geht wirklich, oder was? Das muss ich mal testen hier. Ist hier irgendwo eine Kiste? Weil so ein Schlüssel ist ziemlich klein. Hier auf dem Weißen könnte man das gut sehen. So. Du kannst keine Schlüssel ablegen. Ja? Kann man nicht ablegen. Wir waren zuerst hier. Dafür bin ich jetzt ja auch in den anderen Dungeon gegangen. Ich habe hier alles abgesucht. Ja, also das ist eine Quest, die ist sowas von schwer. Und sowas von rätselmäßig. Also das wird nicht jeder gleich auf Anhieb geschafft haben. Und wo ist jetzt dieser verdammte Schlüssel? Ja, und das Areal hier ist sehr groß. Ja. Also, die können das doch nicht irgendwo hingepackt haben, so einen kleinen Schlüssel. Wie soll man den denn finden? Ja. Es kann nämlich sein, dass ich das Let's Play nochmal beenden muss. Und... Ja, dass ich das... Let's Play nochmal beenden muss und nochmal ins Internet gehen muss. Ja, ich kann es durchsuchen. Hier ist Salz drin. Also der muss ja hier in dieser Gegend sein. Ja. Den müssen sie hier irgendwo versteckt haben. Genauso wie den Hebel, wo wir die Tür nicht auf... Das war ja keine Tür. Das war der zweite Hebel. Wegen der Brücke. Das haben die auch mit Absicht so gemacht. So, muss ich jetzt jedes Fass hier durchsuchen? Nö. So, hier habe ich schon reingeguckt gehabt. Ja. So. Dann müssen wir wirklich... Hier hatte ich noch nicht reingeguckt. Also, da bin ich mir aber eigentlich sicher, dass ich da reingeguckt habe. Weil das Gold hätte ich sonst mitgenommen. Das ist... So ist leer alles.
Ja, also das haben die Entwickler mit Absicht gemacht. Also in dieser Quest, wie heißt die nochmal? Die verbotene Legende. Ja. Diese Rätsel, die gehören verboten. Ja. Ich dachte eigentlich, der Schlüssel, den wir im letzten Dungeon bekommen haben, passt auch hier. Aber das ist leider nicht der Fall. So, haben die den hier oben irgendwo hingepackt, wenn man hier so runter geht? Ich guck mal da so rauf, aber da sehe ich gar nichts. Nö. Eieiei. Aber das muss. Das ist auch eine sehr lange Quest. Das sind ja eben drei Dungeons. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Wir müssen ja auch noch diesen Dungeon fertig machen. Das gibt bestimmt eine fette Belohnung. Ich dachte, der liegt da. Gibt eine fette Belohnung. Jetzt habe ich aber alle Fässer. Durchgeguckt. So. Hier sind auch keine Gegner, die den haben könnten. Oder droppen könnten. Ja. Ich glaube, das wird nichts. So, hier waren wir schon. Naja, hier waren wir noch nicht. Hier nochmal. Nichts. Ja, und da oben, hier auf dem Podest, waren wir schon. Aber was soll das auch, ja? Das musst du die Entwickler von Bethesda fragen. Man denkt, da hinten ist ein Bunker und da, ich bin ja hier schon gewesen und man denkt, da kann man reingehen. Da kann man nicht reingehen. Ja, hier ist alles dicht. Es sei denn, es gibt hier einen Eingang. Dann braucht man gar nicht die Tür und die wollen einen nur auf eine falsche Fährte locken. Dann vielleicht braucht man nämlich gar nicht die Tür und keinen Schlüssel, sondern muss hier nur einen anderen Eingang finden. Vielleicht ist das auch... Na? Was ist das hier für ein Gegner? Schneebär. Na, warum machen wir denn so wenig Damage, Alter? Macht die Waffe hier die Motor 26 Damage. So. Alter, da oben ist eine Statue, aber der ist ja viel zu weit weg. Ich wollte nämlich jetzt hier mal versuchen, ob es hier einen anderen Eingang gibt für den Dungeon. Ob man hier oben irgendwie... Muss ich jetzt aber erstmal wissen. Da ist der... Der angebliche Bunker. Ich glaube, das habe ich beim letzten Let's Play auch schon ausprobiert. Ob hier oben Eingang ist. So, meine lieben Freunde, ihr seht, hier oben kommt man auch nicht rein. Ja, also wenn ihr schon eine Lösung habt für das jetzt hier mit dem Schlüssel, dann schreibt es mir in die Kommentare. Das würde mich brennend interessieren. Ich habe keinen Plan. Überhaupt nicht. Und das bedeutet, ihr wisst, was das bedeutet. Ich würde es ja immer gern selber schaffen. Und wir können natürlich noch was anderes probieren. Wir können hier raufspringen. So. Dass sie den hier oben raufgepackt haben. So. Nichts. Mann, 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 ey. Ja. Liegt er hier irgendwo direkt vor der Tür oder was? Auch nicht. Nö, da will ich jetzt auch nicht noch weitersuchen, weil wir haben alles ausprobiert.
Hier ist Donalds. Ich bin natürlich jetzt richtig gespannt auf das YouTube-Video von dem anderen YouTuber, der das geschafft hat. Ja. Oder sieht man hier sogar schon an den Eingang? Nö, also ich sehe keinen anderen Eingang. Gut. Dann werden wir hier speichern. Und das muss ich mir aufschreiben. Gauldur in Sartal. Das schreibe ich mir mit euch noch auf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Einen Moment. Brauchen einen Zettel. So. Gauldur in AA Sartal. Ja, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wie gesagt, es geht jetzt ein bisschen ruckelig, ein bisschen stotterig vonstatten, aber das haben wir fast 40 Folgen nicht gehabt. Wir sind sehr gut durchgekommen. Aber ich muss mir das mal durchlesen. Vor langer Zeit wurde der Erzmagier Gauldur von seinen drei Söhnen ermordet. Sie nahmen sein Amulett der Macht an sich und teilten es unter sich auf. Die Brüder wurden heimlich zur Strecke gebracht und über ganz Himmelsrand verstreute Gräber eingeschlossen. Um das Amulett an mich zu bringen, werde ich ihre letzten Ruhestätten aufsuchen müssen. Gut. Ja, meine lieben Freunde. Das war die neueste Folge des Elder Scrolls 5 Skyrim. Aber es macht trotzdem auch Spaß. Auch wenn man es nicht geschafft hat. Man möchte unbedingt wissen, wo dieser Schlüssel ist. Und in der letzten Folge wollte ich unbedingt wissen, wie man die Brücke runterlässt. Na, dann haben sie da oben rechts hinter uns den Hebel versteckt, ne? Gut, meine lieben Freunde, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Ja, und in der nächsten Folge machen wir die Tür hier auf. Na? Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Euer Robin Hood. Bye, bye.